Wir sind wieder bei Angela. Hallo Angela. Hallo Luise. Und wir machen heute Adventsvorbereitungen, Deko, die wir im Advent uns, die uns dann richtig in Stimmung bringen. Und ich sehe, du hast hier auch schon ganz tolle verschiedene Pflanzen wieder dabei. Wir machen es ja immer alles mit einem Hauch Natur oder mit viel Natur. Wir haben hier, ich sehe verschiedene, also Thuja haben wir, also auf Deutsch Lebensbaum. Wacholder hast du verschiedene Sorten. Was ist das? Silberdrahtpflanze. Die ist schon so. Genau, die ist schon so. Hier hast du nachgeholfen. Wie hast du das gemacht? Das ist Schleierkraut gewachst. Gewachst, cool. Dann Efeu, den kennen wir ja. Efeu mit Fruchtständen. Genau. Dann Stechpalme oder auch Ilex. Und die Tannenzapfen oder überhaupt. Ja, Zapfen hast du auch gewachsen, Genau, oder? Die genau. sehen auch ganz toll aus. Das macht denen natürlich diesen winterlichen Flair. Als erstes wollen wir was machen? Als erstes machen wir einen Stuhl. Der ist doch schon schön rot, also schon Winter Genau, hast du den ganzen. Weihnachtsrot, genau. Hier unten habe ich schon praktisch das Inlet rausgenommen, den Stoffbezug, dass bloß noch praktisch die Federn übrig sind und die nutze ich halt praktisch als Adventskranz. Sieht total cool aus. Und ringsherum halt Rinde, Moos, Zapfen, Nüsse, alles ein bisschen winterweihnachtlich. Durch die Teelichter in den Gläsern kannst du das auch eben doch draußen hinstellen. Es ist also auch windgeschützt dadurch, ja. Genau, genau. Ist natürlich total cool. Genau. So, jetzt sind wir gespannt, was du noch so vorhast. Genau, hier, Dann. das werde ich bloß noch ein bisschen etwas dekorieren und hier kommt dann noch so eine kleine Girlande hin, Na, dann leg praktisch. mal los. Wir sind gespannt. Und ich sehe, Angela, du hast auch eine Mütze auf von aus der Aktion Die Mütze findet dich. Genau, die hat Ja. mich gleich angesprochen und die musste ich einfach mitnehmen. Total schön. Ja. Ansonsten seht ihr, sie arbeitet viel auch mit Efeu jetzt, macht ein paar Ranken rein. Nimmst du auch irgendwas, was dann noch befeuchtet werden muss? Muss alles nicht, Nein, oder? Das nein, ist, nein, gar hier nicht. darf es auch trocknen. Und auch schon mit den winterlich anmutenden, wie bist du auf Wachs gekommen? Das ist ja auch abgefahren. Also viele streichen ja vielleicht eher. Ja, ich finde es halt besser und weil es auch, ich nehme diesen Sojawachs und der glitzert auch ein bisschen von sich Ach, aus. cool. So was muss man erstmal kommen. Ja, da Ja, sind wir jetzt noch nicht drauf gekommen. da hilft bloß ausprobieren. Euch geht es sicherlich wie mir. Man ist jetzt auch gleich irgendwie geflasht und inspiriert und will zu Hause auch noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns dazu auch Anregungen gibt. Schreibt uns einfach dazu, was ihr macht. Macht Fotos, zeigt uns, was ihr daraus ausprobiert. Wir hoffen immer, dass Angela auch hier die Inspirationsquelle für andere ist. Wir werden auch immer super verwöhnt von. Sie macht doch immer ganz liebevoll kleine Mini-Pätzchen. Auch immer schön drapiert mit ein bisschen Salbei und Kapuzinerkris. Also es ist immer total lecker, was sie uns hier immer macht. Lee, vielen, vielen Dank. Also Gerne. vom Fleisch fallen wir hier nicht. Und ihr seht, Angela ist fleißig dabei. Willst du da noch mehr machen jetzt Nein, unten dran? würde ich es eigentlich so lassen, Sonst ist weil es zu viel. genau. Genau, Und dann würde ich klasse. halt bei der Girlande denn weitermachen. Dann leg mal los. Was brauchst du? Du nimmst wieder Sisal Genau. als Band und arbeitest wieder mit Blumendraht, um das alles gut zu befestigen. Und diese Wacholder- und Thuja-Teile halten auch schön lang. Genau. Ja, ist nicht jetzt wie irgendeine Tanne, Kiefer, was nadelt wie Sau und dann hast du nichts mehr dran, sondern das ist schon schön. Dann ist es ja auch so, also du machst es auch wieder, wie wir es schon bei unseren Herbstdekorationen immer gesehen haben, immer schön zum Verlauf hin und dann immer rechts und links oder doch mehr gerade. Es kommt drauf an, weil diese Sachen sind doch ganz schön dick und dann Und reicht buschig. einer in der Mitte. Genau, da muss Ja, man da nicht so so viel viel. nehmen. Okay. Und das wird eine ganz grüne Hecke oder arbeitest du da noch mit? Ach, du nimmst Die jetzt das beiden bei. Sachen kommen Ah, mit jetzt rein. kommt noch ein bisschen Schnee Genau, rein sozusagen. genau. Das sorgt dann für die Dramatik in diesen. Ja, aber der Stuhl ist ja auch schon rot. Also Genau. wenn wir jetzt noch mehr reinmachen würden, wäre das auch, glaube ich, da Nee, zu dann. viel. Wenn man kann, wenn man möchte, noch silberne Kugeln oder rote Kugeln reinmachen. Machen, ja. Aber so ist es schon sehr schön.
Ja, ansonsten, Angela ist natürlich auch immer ganz fleißig dabei und arbeitet auch jetzt in der Vorweihnachtszeit immer schon sehr viel vor. Und am 19. und 20. November können wir dann jeweils ab 16 Uhr uns bei ihr zauberhafte Adventsgestecke kaufen. Denkt dran, wenn ihr Landfräulein oder Landfrau werden wollt oder Landmann, ihr seid dann in dem Newsletter mit drin, habt dann also werdet informiert über tolle Workshops und Kurse. Da gibt es so viele bei den Landfrauen, nutzt es einfach. Da kann man sich dann auch noch mal viel Inspiration holen und auch selber Sachen machen. So, Angela ist fertig mit der Girlande und wird sie jetzt festmachen an den Stuhl. Angela, du hast ja ganz bewusst Lebensbaum und Wacholder benutzt und nicht Tanne und so, weil. Weil die Sachen einfach länger haltbar sind und nicht rieseln, so wie bei Tanne halt so üblich ist. Ja, also man hat dann auch lange Freude von. Apropos Glühwein, gerne schickt uns mal ein paar tolle Rezepte, die vielleicht noch mal ein bisschen abgewandelt sind und nicht der Standardnorm entsprechen. Wir freuen uns, wenn ihr das auch mitverfolgt und uns auch da noch mal Tipps gibt. Und die, die natürlich dann am besten schmecken, probieren wir aus und werden die natürlich auch weiterempfehlen. Super, klasse.